Für uns hat der Einsatz von Provi vor allem dazu geführt, dass wir effizienter und besser arbeiten können, steigert die Qualität und senkt natürlich die Kosten. Die Firma Münzinger gibt es seit 75 Jahren. Wir sind knapp 70 Leute und hauptsächlich im Tiefbau tätig. Auf den ersten Blick denkt man sich, warum braucht eine ausführende Firma so ein mächtiges Planungstool? Als Baufirma sind sie natürlich interessiert, dass jeder, der am Projekt beteiligt ist, auf dem gleichen Wissensstand ist. Der ideale Weg ist natürlich vom PC direkt auf die Maschine für die Maschinensteuerung, so dass der Maschinenführer jederzeit den neuesten Planungsstand hat. Ich nenne mir das beste Beispiel, das konnte ich mir vor ein paar Jahren nicht vorstellen. Wenn man eine Schließung macht, dann ging man am Anfang über die Baustelle und hat wahnsinnig viele Eisen- und Holzblöcke geschlagen mit Höhen dran, wo sie gehofft haben, dass der LKW-Fahrer den dann nicht umfährt. Heutzutage schlage ich mir vielleicht 4 Fixpunkte, um die Baggersteuerung abeichen zu können. Alles andere ist im Bagger. Das ist auch noch so ein großes Thema, dass man die ganzen Bestandspläne alle nie in irgendeinem Format bekommt, mit dem man eigentlich weiterarbeiten kann. Da ist Provi dazu da, um diese Daten so aufzubereiten, vielleicht zu vereinfachen für die Maschinensteuerung, dass da optimal gearbeitet werden kann. Und dadurch sind wir dann auch in der Lage, vorzeitig oder rechtzeitig, bevor die Baustelle quasi losgeht, Sachen zu erkennen, was jetzt in der Planung vielleicht nie beachtet wurde. Zum einen, weil man vorab die Massen kalkulieren kann, also man kann sich einen Überblick verschaffen, wie gut ist es geplant. Und zum anderen kann man sich vor allem im Bestand einfach helfen, wenn man Änderungen vornehmen möchte, auch natürlich in Abstimmung mit dem Ingenieurbüro. Man hebt sich mit so einem Programm zumindest mal auf Augenhöhe mit dem Planer und kann sich einfach effizient um die Baustelle kümmern. Wo ich keine Sorge habe mit Provi, ist, egal was der Auftraggeber oder das Ingenieurbüro irgendwo BIM-technisch mal von mir fordern wird, dass ich das liefern kann. Also Provi hat sämtliche Schnittstellen vorhanden. Ich kann alles visualisieren, auch für die spätere Abrechnung. Wir hatten, also ich bin der Meinung, sämtliche Planungssoftware, die es am Markt gibt, uns angeschaut. Also es spricht dann schon für Provi, wenn man sich für Provi entschieden hat. Und dadurch, dass der Support sehr, sehr gut ist, muss man echt sagen, ist so, war es uns relativ schnell möglich, eine eigene Planung auf die Beine zu stellen. Man fühlt sich nie alleine gelassen. Man hat auch das Gefühl, dass wenn jetzt Änderungsvorschläge kommen, stehen die auch mit offenem Ohr da und sagen, ja, können wir auch drauf eingehen. Also ich würde immer wieder auf Provi setzen, absolut. Mhm.